Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Auch heute Abend habe ich mich wieder eingefunden, über Skype verbunden mit einigen Brüdern in Christus, die hauptsächlich aus Deutschland kommen, aber auch aus der Schweiz. Und mir ist es im Grunde egal, wo sie herkommen. Sie können von mir aus der ganzen Welt kommen. Wir sind alle von einem und demselben Blut gemacht, wie Gott die Menschheit damals geschaffen hat. Und wir sind hier, um Gott die Ehre zu geben und um dafür zu sorgen, dass unsere Brüder und Schwestern, die heute nicht bei uns sind, sondern die uns über, ja, YouTube oder sonstige Medienformen, Plattformen folgen und diese Lesung verfolgen, zugeschaltet sind, dass auch die lernen, dass die jesuitische, also von den Jesuiten in die Welt gebrachte, von der römisch-katholischen Kirche in der Welt verteilte Lehre eines zukünftigen Antichristen die Lüge des Teufels ist, die Lüge der Synagoge Satans, der römisch-katholischen Kirche ist, um die Andacht, die Aufmerksamkeit von der römisch-katholischen Kirche wegzunehmen. Dafür hat Henry Gretton Guinness Ende des 19. Jahrhunderts verschiedene Vorträge gehalten in der Exeter Hall. Tausende von Menschen haben ihm damals live zugehört, waren begeistert von dem, was er gesagt hat, haben nachvollziehen können, was er gesagt hat, weil er zu diesen Vorträgen Schubkarren voll Bücher angekarrt hat, mit denen er seine Aussagen bewiesen und untermauert hat, neben dem, dass sie biblisch waren. Und dieses Buch hat sich ein deutscher Bruder mit Namen Maximilian zur Aufgabe gemacht, komplett ins Deutsche zu übersetzen. Wir sind jetzt im achten Vortrag, das heißt, wir beginnen heute den achten und letzten Vortrag dieses Buches. Und wir können dank seiner Arbeit der Übersetzung das in Angriff nehmen und können heute die ersten paar Seiten daraus lesen. Und ich freue mich unglaublich, dass ich wieder mal in die Lage gesetzt bin, auch durch den Heiligen Geist hier mit euch verbunden zu sein, diese Lesung zu machen und all denen, die es noch nicht wissen, die Erkenntnis und das Wissen, das biblische Wissen vor allen Dingen, mitteilen zu können, dass das Papsttum der biblische, historische und prophetische Antichrist ist und wie sich das entwickelt hat und wie Gott eben auch dagegen gesteuert hat, mit zum Beispiel der Reformation, das lernen wir in der Sendung heute. Dazu also herzlich willkommen ein jeder und dann fangen wir jetzt mal an. In Vortrag 8, wie gesagt, der heißt Zweifache Prophezeiungen der Reformation. Ja, auch die Reformation wurde vorhergesagt. In göttlichen Prophetien. In unseren vorangegangenen Vorträgen haben wir das große päpstliche System des lateinischen Christentums prophetisch betrachtet. Und es verbleibt jetzt noch, Ihnen in diesem abschließenden Teil zu zeigen, dass derselbe Spiegel der Zukunft, der den kommenden römischen Glaubensabfall so vollständig wiedergespiegelt hat, ebenso deutlich jene Reformationsbewegung des 16. Jahrhunderts widerspiegelt, im Rahmen derer sich Myriaden von Menschen emanzipiert haben. Ich kann nicht anders, als hier direkt in einen kleinen Kommentar zu fallen. Henry Gretton Guinness sagt hier, es verbleibt jetzt noch Ihnen oder euch, in diesem abschließenden Teil zu zeigen, dass derselbe Spiegel der Zukunft, der den kommenden römischen Glaubensabfall so vollständig wiedergespiegelt hat, ebenso deutlich jene Reformationsbewegung des 16. Jahrhunderts widerspiegelt. Mit anderen Worten, Henry Gretton Guinness sagt hier, dass in der Prophezeiung der kommende römische Glaubensabfall wiedergespiegelt wurde. Da hatten wir ja drüber gesprochen. Da hatten wir drüber gesprochen in unter anderem 2. Thessaloniker Kapitel 2. Das war eine Sache, die wir ziemlich intensiv besprochen hatten. Der, der jetzt noch aufhält, wenn er wegfällt, dann wird der Sohn des Verderbens, der Mensch der Sünde, offenbart werden. Der Antichrist. Gott ist nicht der Gott der Verwirrung. Also zumindest nicht unser Gott der Bibel ist nicht der Gott der Verwirrung. Das ist ein anderer. Der hat sich das ganze sogenannte Alte Testament, den Alten Bund, Zeit genommen, um den Menschen vorzubereiten auf seine Erlösung, die kommen wird in der Person seines Sohnes Jesus Christus, den er hier auf dieser Erde Mensch werden lässt, über 30 Jahre wandeln lässt, bis er ans Kreuz geht und dann durch seine Kreuzigung unsere Sünden auf sich nimmt und er für uns Sünde wird. Und durch sein vergossenes Blut wir alle vor unserem Vater wieder gerecht werden können. Das ganze Alte Testament ist voll von Prophezeiungen, die auf Jesus Christus hinweisen.
Und die römisch-katholische Kirche, die von sich selbst behauptet, die Nachfolgerin zwischen Anführungszeichen von Petrus zu sein, die wahre Kirche Jesu Christi hier auf dieser Welt zu sein, lehrt durch ihre zukünftige Antichristenlehre, dass Gott der Gott der Verwirrung ist, weil er uns zwar im Alten Testament sagt, wer Jesus Christus ist, dass Gott sich uns im Alten Testament mitteilt, um zu sagen, wer unsere Erlösung ist, dass er uns aber hunderte, wenn nicht sogar tausende von Jahren, und mit uns meine ich seine Kirche, seinen Körper hier auf Erden, im Unklaren darüber lässt, wer der Feind ist. Alleine wer schon einsieht, dass das absolut unlogisch ist und nicht zu diesem Schöpfergott passt, der Himmel und Erde und alles, was darin vor knapp 6000 Jahren gemacht hat, wer das nicht einsieht, also wer mit anderen Worten hier eher dem Römer glaubt, anstatt dem Gott, ja, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Aber jeder, der dann irgendwo einen Zweifel hegt und sagt, hey, hör mal, wenn Gott das ganze Alte Testament tausende von Jahren durchsagt, der und der ist der Erlöser und dann kommt er und er kündigt ihn auf den Tag mehr oder weniger genau an in Daniel Kapitel 9 und 3,5 Jahre des Ministeriums von Jesus Christus zwischen seinem 30. und 33,5. Lebensjahr hier auf Erden, wo er wandelt auf Erden und das Königreich Gottes hier verkündet, ist der erste Teil der Erfüllung von der 70. Woche von Daniel. Und der zweite Teil der 70. Woche von Daniel ist erfüllt durch die Apostel, auf die der Heilige Geist kam, indem sie dann dafür gesorgt haben, dass die 70 Wochen voll sind, von denen Daniel gesprochen hat, indem er sagte, 70 Wochen sind bestimmt für dein Volk und deine heilige Stadt Jerusalem, um ein Ende zu machen an die Sünden und um den Heiligen zu salben. Jesus Christus war ja wohl gesalbt, war ja wohl der Heilige. Und dann ist vorbei. Schluss, Ende, aus, finito. So viel Zeit habt ihr. Und als die 70. Woche abgeschlossen war, hat Paulus gesagt, ihr Juden habt das Vorrecht gehabt auf Erlösung. Aber angesehen, dass ihr es von euch weist und euch unwürdig des ewigen Lebens erweist, ha, da gehe ich jetzt zu den Heiden. Das kann man nachlesen, Apostelgeschichte 13, Vers 46 und 17, Vers 6. Ja? Unter anderem, es gibt wahrscheinlich noch mehr Stellen, wo man das nachlesen kann. Die 70. Woche von Daniel ist vollkommen abgeschlossen. Und weil die 70. Woche von Daniel vollkommen und hundertprozentig abgeschlossen ist, gibt es keine zukünftige siebenjährige Drangsal. Gibt es keine Entrückung der Kirche hier auf Erden, weder vor der Drangsal, während der Drangsal noch nach der Drangsal. Weil die Drangsallehre von 7 Jahren und die Entrückungslehre davor, während oder danach ist eine diabolische Lüge. Gott hat ganz deutlich, mit ganz deutlichen Worten uns angekündigt, wer der Antichrist ist. Und das sagt Henry Grettengenes hier, nicht in so vielen Worten, wie ich es jetzt gerade sage, aber er hat ja immerhin schon über 300 Seiten davor in diesem Buch geschrieben, wo er ganz deutlich sagt, Gott handelt ehrlich mit seinen Kindern, die er liebt. Und deswegen steht hier, um das nochmal eben nachzuvollziehen, ja, dass wir in diesem abschließenden Teil zeigen, dass derselbe Spiegel der Zukunft, der den kommenden römischen Glaubensabfall so vollständig wiedergespiegelt hat, das haben wir bis jetzt mehr oder weniger die ganze Zeit in den ganzen vorherigen Lesungen durchgenommen. Jetzt bekommen wir zu erkennen, dass er ebenso deutlich auch jene Reformationsbewegung des 16. Jahrhunderts widerspiegelt, im Rahmen derer Myriaden von Menschen sich emanzipiert haben. Das heißt mit anderen Worten, erst kommt Jesus, dann kommt der Abfall, dann kommt die Reformation und dann kommt Jesus wieder. Das ist mehr oder weniger der Ablauf. Und wir haben ganz deutlich aufgezeigt, wo der Abfall war und wo der Abfall ist, wo er heute noch ist, in dem System, in dem wir heute leben. Und jetzt zeigen wir, wie Gott eben auch damals schon, zurückblickend heute in 2019 auf das 16. Jahrhundert damals, dafür gesorgt hat, dass sein Wort wieder zu Leben kommt in dieser toten Welt, in dieser schwarzen Welt, in dieser Welt von 1260 Jahren vorhergesagter Herrschaft des Antichristen. Und genau damit werden wir uns heute beschäftigen. Wir werden uns beschäftigen mit den Prophezeiungen, die zu der Reformation geführt haben. Und wir werden uns noch mit ein paar anderen Dingen beschäftigen. Also, das könnte kaum anders sein.
Während die Prophezeiung die gesamte Geschichte der römischen Herrschaft sowohl in ihrer heidnischen als auch in ihrer päpstlichen Form nachzeichnet und sich auch heute noch in die Zukunft fortsetzt, würde sie natürlich nicht unbemerkt an dem bemerkenswertesten und auffälligsten Vorfall im späteren Abschnitt ihrer Geschichte vorbeiziehen. Sie konnte in ihrer vorweggenommenen Aufzeichnung eine Episode nicht auslassen, die so ausgeprägt provisorisch war, wie jener protestantische Exodus, ja, der Auszug von Leuten wie Martin Luther, die die Stimme von Gott in Offenbarung 18, Vers 4 gehört haben, kommt heraus aus ihr, mein Volk. Jener protestantische Exodus, der die westliche Christenheit in zwei Hälften spaltete und Norwegen, Schweden, Dänemark, Deutschland, Holland und Großbritannien von der Gemeinschaft Roms abtrennte. Und für kurze Zeit auch Polen, Ungarn und Rumänien und noch ein paar andere kleinere Länder. Die Reformationsbewegung mag in Daniels sehr ferner Vorhersage, nicht vergessen, das ist heutzutage 2500 Jahre her, ausgelassen werden. Aber kaum in der letztgenannten Prophezeiung des Johannes, der Offenbarung, als das beginnende Wirkungsprinzip des Glaubensabfalls bereits begonnen hatte, weil bereits vor Johannes hat Paulus geschrieben, das Geheimnis der Ungerechtigkeit ist bereits am Wirken. Dieses Wirkungsprinzip des Glaubensabfalls hatte damals bereits begonnen. Und selbst in der Zeit wurde bereits wieder am Ende des Tunnels uns Licht gezeigt. Weder die Geschichte der abtrünnigen Kirche noch die der wahren Kirche wären ohne sie vollständig. Denn es war eine Zeitspanne von ungeheurer Bedeutung für das Wohlergehen von Hunderten von Millionen Menschen über 9 oder 10 Generationen, sowohl für diejenigen, die sie von dem Aberglauben und der Tyrannei Roms befreit hatte, als auch für diejenigen, an die sie als eine Gegenbewegung ihre Fesseln stärker denn je geheftet hat. Wie auch sonst! Sollte die Ruine des Romanismus vorab auf der prophetischen Seite deutlich dargestellt werden und die Erweckung durch den Geist Gottes und durch das Wort seines Mundes völlig außer Acht gelassen werden? Sollte sich das Werk Satans, seine Verderbnis und Schändung der bekennenden Kirche im göttlichen Spiegel widerspiegeln und dabei nicht das Werk des glorreichen Hauptes der wahren Kirche durch seine treuen Zeugen bei der Wiederherstellung der Welt des verlorenen primitiven Christentums? Niemals! Ein wahrer Spiegel spiegelt alles gleich wieder. Und die Prophetie der Heiligen Schrift nimmt den gesamten Umriss der Kirchengeschichte vorweg. So wie es in der Geschichte Israels keine Ereignisse gab, die nicht vorhergesagt wurden, bevor sie stattfanden, so auch in der Geschichte der Kirche. Die Reformation des 16. Jahrhunderts und ihre frohen und glorreichen Ergebnisse sind ebenso deutlich vorhergesagt wie der Romanismus des dunklen Zeitalters. Tja, jetzt werden Sie sich natürlich fragen, ja wo und wie denn? Na, bevor ich antworte, möchte ich Sie daran erinnern, dass es zwei Arten von Prophetie in der Schrift gibt. Nämlich die handelnde und die gesprochene oder geschriebene. Die charakteristische und die Vorhersage selbst. Bei den levitischen Opfern zum Beispiel, wie wir im 3. Buch Mose 6 nachlesen können, da geht es um die Vorschriften über die Ausführung der Brand-, Speis- und Sündopfer, haben wir handelnde Prophezeiungen über die Sünde, über die Sühne. In Jesaja 53 haben wir verbale Vorhersagen davon. Nun könnte ich natürlich hierüber hinweggehen und sagen, das ist ja schön, er nennt hier Mose 3,6 und Jesaja 53, dann müssen die Leute das mal selbst nachlesen. Ja, dazu rate ich an, was Mose 3,6 angeht, das ist das Buch Levitikus und da geht es darum, wie dem Priestervolk im alten Israel erzählt wird, gelehrt wird, aufgetragen wird, wie die Opferungen stattzufinden haben, wie hier eben auch steht. Aber, also die Vorschriften der Ausführung der Brandspeis und Sündopfer, aber Jesaja 53 ist mir viel zu wichtig, als das nicht deutlich zu erwähnen. Aus dem einfachen Grund, Jesaja 53 hat einen Beinamen, den viele vielleicht noch gar nicht kennen. Es hat den Beinamen das vergessene Kapitel. Warum? Hat Gott es vergessen? Nein, Gott hat es nicht vergessen.
Aber die Menschen haben es vergessen. Warum? Es geht in Jesaja 53 in 9 von 12 Versen darum, dass Jesus Christus vorhergesagt wird. Und das ist mir zu wichtig, als dass ich es nur bei einer Erwähnung lassen würde. Hier möchte ich jetzt gerne das Kapitel 53 eben vorlesen. Das stellvertretende Leiden und Sterben des Messias für die Sünder. Bereits mehr als 500 Jahre vor seinem Kommen von Jesaja hier prophezeit. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hat keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er. Und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen. Aber bei einem Reich war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern, und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen, und ihre Sünden wird er tragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben. Und er wird Stärke zum Raub erhalten dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Er ließ sich unter die Übeltäter zählen, das erwähnt selbst Jesus Christus im Evangelium. Jetzt frag mich nicht, in welchem der vier. Aber da geht es eben darum, dass er zwischen den verschiedenen Räubern und Mördern da gekreuzigt wird auf Golgatha. Ein wunderschönes Kapitel aus dem Buch Jesaja. Und deswegen musste ich da eben ein wenig intensiver drauf eingehen. Also lesen wir noch eben den Satz in Wiederholung und dann nochmal weiter. Also wie ihr seht, ist der nächste grün angestrichene Satz ein ganz wichtiger, so habt ihr Zeit genug, euch den bereits gut einzuprägen. Also bevor ich antworte, möchte ich Sie daran erinnern, dass es zwei Arten von Prophetie in der Schrift gibt. Die handelnde und die gesprochene oder geschriebene, die charakteristische und die Vorhersage selbst. Bei den levitischen Opfern, zum Beispiel 3 Mose 6, haben wir handelnde Prophezeiung. In Jesaja 53, gerade gelesen, haben wir verbale Vorhersagen davon. Die ganze Geschichte des natürlichen Israel, also des Israel, des nationalen Israel, des Alten Testament, ist charakterisierend für die des geistlichen Israel oder der christlichen Kirche.
Also mit anderen Worten sagt Henry Gretton Gillis hier in ganz deutlichen Worten: Die ganze Geschichte des Israel des Alten Testament ist ein Charakter des geistlichen Israel, was die geistliche Kirche ist, was der Körper Jesu Christi im Neuen Testament ist. Sie sind ein und dieselben. Das eine im Fleisch und das andere im Geist. Beide werden sie aus Ägypten erlöst. Beide werden durch das Blut des Lammes erlöst. Beide werden durch eine Wüste geführt. Beide werden durch das Brot vom Himmel versorgt. Beide reisen zu einer Ruhestätte, die für das Volk Gottes bestehen bleibt. Diese breite Analogie geht auf wunderbare Weise bis ins Detail. Der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief Kapitel 10 zeigt dies und erklärt, dass die Geschichte Israels nicht nur charakteristisch war, sondern dass es göttlich bestimmt war, dass sie es auch sein kann. Mit anderen Worten, sie war bewusst prophetisch. Diese Dinge aber, sagt er, sind zum Vorbild oder charakteristisch für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. 1. Korinther Kapitel 10, Vers 6. Sie sind nicht nur für unsere Warnung aufgezeichnet, sondern auch in der Vorsehung Gottes, damit sie die Erfahrungen der christlichen Kirche vorwegnehmen, um aus ihnen feierliche und notwendige Lehren ziehen zu können. Die Ereignisse der jüdischen Geschichte geschahen tatsächlich, so dass sie Charakteristiken der christlichen Geschichte sein könnten. Und göttliches Vorauswissen wird in dieser Korrespondenz zwischen Typ und Antityp ebenso deutlich wie in jener zwischen Vorhersage und Erfüllung. Ich zeige Ihnen also heute Abend zwei Vorhersagen der Reformation. Eine handelnde in der jüdischen Geschichte, die andere symbolisierend in der Prophezeiung der Offenbarung. Die eine in der Geschichte des Alten Testaments, die andere in den symbolischen Vorhersagen des Neuen. Ha, aber bevor ich dies tun kann, müssen Sie mir eben gestatten, Sie mit einer gewissen Genauigkeit daran zu erinnern, was die Reformation, ihre großen historischen Merkmale betreffend, eigentlich wirklich war. Es war nicht die Formation der Kirche, sondern ihre Reformation nach ihrem Untergang durch den Romanismus. Es war kein erster Anfang, sondern ein zweiter. Pfingsten formierte die Kirche, der Papst deformierte sie, der Protestantismus reformierte sie. Pfingsten fand im ersten Jahrhundert statt und ist mit dem Werk der Apostel selbst verbunden. Es findet heute nicht mehr statt. Pfingsten ist vorbei. Das heißt, die Pfingstbewegung und die charismatische Bewegung, die sich auf der Pfingstbewegung aufbaut, ist eine Lüge. Der Heilige Geist handelt heute nicht mehr so wie damals mit Pfingsten. Oder der Heilige Geist kommt über Menschen, ja, sicher. Er kommt über jeden neugeborenen Christen, ja. Aber schaut euch mal die Videos der charismatischen Bewegung an. Ich weiß nicht, ob ich sie hier in der Lesung schon mal gezeigt hatte oder in einer anderen Lesung letztens. Ich habe ja selbst ein ganzes Buch darüber angefangen zu lesen. Ich bin noch nicht mehr weit gekommen. Andere Dinge sind dazwischen gekommen. Das Buch ist von D.R. McConnell und heißt Ein anderes Evangelium und handelt von der Geschichte der charismatischen Bewegung, die im Grunde diese Lüge verbreitet, dass der Heilige Geist auch heute noch immer mit der Pfingstbewegung arbeitet. Und das tut er nicht mehr. Pfingsten fand im ersten Jahrhundert statt und ist abgeschlossen. Ja, was damals stattgefunden hat, findet heute nicht mehr statt. Heute haben wir keine Apostel mehr. Die Apostel waren damals. Da muss man nun mal mit leben. Das ist heute anders als damals. Die Reformation, sagt der Autor weiterhin, fand erst im 16. Jahrhundert statt und wurde erst im 17. Jahrhundert vollendet. Und ist mit Namen wie Luther, Calvin, Zwingli, Knox, Cranmer und Latimer verbunden. Ersteres, also Pfingsten, gehörte zur antiken Geschichte. Letzteres, die Reformation, gehört zur Neuzeit. Zwischen beiden liegt eine große chronologische Lücke von fast 1500 Jahren. Es gab die frühen Zeiten der ersten Liebe, des apostolischen Eifers, der schnellen Ausdehnung, des Märtyrerleids, der edlen Bekenntnisse und Entschuldigungen,
gefolgt von anderen Jahrhunderten des kaiserlichen Christentums, der wachsenden Korruption, des bitteren Streits und ehrgeiziger Rivalitäten, abermals gefolgt von 1000 Jahren päpstlicher Herrschaft und immer tiefer werdender moralischer Dunkelheit, bevor das glanzvolle Licht der Reformation über die Erde hereinbrach. Es ist eine späte Episode der Kirchengeschichte, keine frühe und von daher eine andere, weil die späte Episode kann nicht dieselbe sein wie die frühe. Und einmal abgesehen davon, als sie stattfand, waren die Ergebnisse sehr dürftig. Sie hat nur einen Teil der abtrünnigen Christenheit erfasst. Sie hat den Glauben an Christus in Österreich, Italien, Spanien, Portugal, Frankreich oder Belgien nicht wiederhergestellt. Die reformierten Nationen mögen die mächtigsten, die reichsten und die fortschrittlichsten sein. Aber sie machen nur einen Bruchteil der römischen Christenheit aus. Der größte Teil davon verbleibt nach wie vor im päpstlichen Glaubensabfall. Darüber hinaus ist der Protestantismus so unbezahlbar wie die Vorteile, die er denjenigen gebracht hat, die sich ihm angeschlossen haben, noch weit davon entfernt, eine vollkommene Genesung des primitiven Christentums zu sein. Er ist aus der groben Unwissenheit und dem Aberglauben des mittelalterlichen Romanismus entstanden. Er hat die Idolatrie der Bildverehrung, der Jungfrauenverehrung, der Heiligenverehrung und der Anbetung der priesterlichen Waffelgottheit, Transsubstantiation, ja, das Brot, da kommen wir nachher noch drauf, der lateinischen Messe gänzlich aufgegeben. Er hat einen reineren Glauben und ein einfacheres Mittel dazu wiedererlangt und der Kirche ein Maß an Freiheit und Unabhängigkeit gesichert. Vor allem hat er die Schriften in den vulgären, also in den normalen Zungen der Nationen der Christenheit verbreitet. In der Muttersprache heißt das. Und dabei folgendes Motto angenommen: Die Bibel, die ganze Bibel und nichts als die Bibel. Oder wie so viele Leute gerne sagen, die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit, weil die Bibel ist die Wahrheit. Und dennoch hat sich der Protestantismus nie ganz von der römischen Lehre und Praxis gereinigt. Er hat nie die völlige Unabhängigkeit der weltlichen Herrschaft wiedererlangt. Er ist nie frei von der Vereinigung mit der Welt geworden. Da möchte ich mal etwas zu sagen, deswegen habe ich mir einen Kommentar hierzu geschrieben, weil wenn ich es aufschreibe, kann ich es besser ablesen. Im Kopf schwirrt das immer rum und dann sage ich es nicht richtig. Es ist leichter, einen Mann aus dem Romanismus herauszubekommen, als den Romanismus aus dem Mann. Ich könnte sagen, das verstehe ich jetzt aber nicht, Jörg, erklär mal. Ja, gerne. Ich werde es euch gerne mal erklären. Martin Luther ist das Beispiel dafür. Martin Luther als Mann, als Mönch, kam aus der römisch-katholischen Kirche, aus dem Betrug der römisch-katholischen Kirche, aus dem Betrug der Synagoge Satans heraus, aus dem Joch des Antichristen heraus und hat die Bibel ins Deutsche übersetzt und hat viele Schriften verfasst, in denen er unter anderem auch den Antichristen entblößte, wie die Bibel es auch getan hat. Aber er hat immer noch viel römischen Sauerteig in sich gehabt. Er hat niemals ganz alle römischen Einflüsse ablegen können. Und selbst ich, der ich nicht katholisch erzogen wurde, also im Geiste, kann auch nicht alles Katholische ablegen. Und keiner von denjenigen, die dieses Video schauen und die mit mir über Skype hier verbunden sind, können von sich sagen, dass sie 100% absolut alles Katholische abgelegt haben. Jetzt gebe ich mal ein kurzes Beispiel, wie das denn bei Luther war. Luther hat zum Beispiel gesagt, von den 7 Sakramenten der römisch-katholischen Kirche sind nur 2 wirkliche Sakramente und die müssen wir bewahren, nämlich die Taufe und das Abendmahl. Ja, aber Luther hat niemals eingesehen, dass das Wort Sakrament an sich bereits heidnisch ist und dass das keine Sakramente sind, sondern gottgegebene Ordinationen. Und da ist ein Unterschied zwischen Ordination und Sakramenten. Aber das habe ich in anderen Videos zur Genüge bereits erklärt, da gehe ich ja nicht drauf ein, da müsst ihr das mal selbst nachforschen.
Martin Luther war jedenfalls immer noch der Überzeugung, okay, die römisch-katholische Kirche gibt uns 7 Sakramente, aber nur 2 davon sind biblisch. Nein, kein einziges davon ist biblisch. Es gibt keine biblischen Sakramente. Martin Luther hat bis zum Schluss seines Lebens an der Taufe von Kindern festgehalten. Jeder, der ein klein wenig Apostelgeschichte studiert hat, ich meine, es ist Kapitel 8, wo wir über den Eunuchen lesen, ja, über den Eunuche heißt es in der König-James-Bibel. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es in der Schlachter heißt. Kämmerer, glaube ich. Der Kämmerer von der Königin Kandize, die Äthiopierin, der da langfuhr und von dem Apostel war es nicht, aber es war der, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das war. Ist auch wurscht. Lest es selbst in Apostelgeschichte 8, wo die sich begegnet sind und wo der Geist ihm aufgetragen hat. Philippus war es, glaube ich, zu dem Kämmerer zu gehen und dem Kämmerer zu helfen, die Bibel zu lesen. Und er hat ihm von Jesus Christus erzählt. Und der Kämmerer hat zum Schluss gesagt, ich glaube, dass Jesus der Christ ist und der Sohn Gottes ist. Was hindert mich daran, dann getauft zu werden? Und da hat Philipp gesagt, nix. Dann halten sie am Wasser und dann gehen sie in das Wasser und dann taufen sie ihn. Biblisch gesehen ist die Taufe das äußere Zeichen der inneren Wiedergeburt, nicht mehr und nicht weniger. Aber ein Baby, das noch gar keinen Begriff von Gott und von Gut und Schlecht und alles hat und noch nicht mal reden kann und noch nicht mal klar denken kann, hat ja wohl keinen Sinn, da ein äußerliches Zeichen seines Glaubens zu geben. Deswegen setzt man ja auch Taufen bei Kindertaufen ein, also Paten bei Kindertaufen ein, um eben dafür zu sorgen, dass diese Paten eben, bis das Kind selbst denken kann und selbst Glauben annehmen kann, dass die das dafür übernehmen. Also, Kindertaufe ist eine babylonische Tradition und keine biblische. Ja? Und Luther hat an solchen Sachen bis zum Ende seines Lebens festgehalten. Es gab auch noch andere Dinge. Und bitte lest dann, schaut euch dann meine Videospielliste an, Luther 2017. Und da sind ja inzwischen, glaube ich, weit über 30 Videos drin, unter anderem die Videos von den schmalkaldischen Artikeln. Schaut euch das an, da lege ich ganz deutlich auf, wo Martin Luther immer noch einiges römisch-katholisches Sauerbrot oder Sauerteig in seinem Brot hatte, in seinem Verständnis hatte. Er ist zwar aus der römisch-katholischen Kirche raus, aber die römisch-katholische Kirche war nie vollständig aus ihm heraus. Und sie ist wahrscheinlich auch nicht vollständig aus mir raus. Ich wüsste jetzt nicht, in welchem Punkt, aber das sind ja andere Leute, die dann gerne mal auf meine Fehler zeigen können. Und das ist bei allen anderen auch so. Niemand ist perfekt. Ne? Wenn man sein ganzes Leben mit so einem indoktrinierten System aufwächst, dann ist es ja normal, dass man niemals alles davon ablegen kann. Das ist uns nicht bewusst. Wir machen ja nicht bewusst diese Fehler. Wir wollen ja keine Römer sein. Das ist ja nicht der Punkt. Aber hier und da bleibt immer irgendeine kleine Sache stecken. Ja? Sonst wären wir auch perfekt. Und nur einer war perfekt, Jesus Christus. Und wir sind es nicht. Aber deswegen fand ich eben diesen Satz so wichtig. Und deswegen nochmal, es ist leichter, einen Mann aus dem Romanismus zu bekommen, als den Romanismus aus dem Mann. Er hat den Anspruch der Kirche, den Staat zu regieren, abgelehnt. Er hat den Anspruch des Staates, die Kirche zu regieren, nicht so deutlich abgelehnt. Er hat weltlichen Ehrgeiz, Priestertum, Simonie und Missbrauch vielerlei Art erlitten. Und er hat 2 starke Tendenzen entwickelt, eine zur Rückkehr zum römischen Glaubensabfall und die andere zum Rationalismus und zur Untreue. Die wahre geistliche Kirche Christi ist immer noch, auch in protestantischen Ländern, nur ein kleiner Teil der bekennenden Kirche. Und das habt ihr, meine mich begleitenden Brüder und Schwestern, ja oft genug selbst oft genug erfahren, wenn ihr Mitglieder einer Kirche wart, war es eine Freidenkerkirche, eine lutherische Kirche, eine kalvinistische Kirche, eine Baptistenkirche, eine Siebentags-Adventistenkirche, habt ihr immer gemerkt, diese geistliche Kirche, da gibt es nur diese bekennende Kirche, da ist nur ein kleiner Teil wirklich wahre geistliche Kirche Christi darin. In jeder Kirche, in jeder Denomination auf dieser Welt hat Gott seinen kleinen Teil der wirklich geistlichen Kirche von Christi sitzen. Aber es ist immer nur ein kleiner Teil, niemals die ganze Menge.
Und das erfährt man, wenn man in die Kirche geht. Nun sagt Henry Gretton Gillis, ich möchte, dass Sie sich von Anfang an klar vor Augen halten. Erstens, dass bezogen auf seinen Zeitpunkt der Protestantismus eine späte oder moderne Bewegung ist. Zweitens, dass er in Bezug auf seine Sphäre eine begrenzte ist. Und drittens, dass er in Bezug auf seinen Charakter eine sehr unvollkommene Rückkehr zum primitiven Christentum ist. Noch eine einleitende Bemerkung, bevor ich weiter ausführe. Können wir nicht sicher zu dem Schluss kommen, dass der Protestantismus bis zum Ende des Zeitalters und bis zur zweiten Ankunft Christi andauern wird? Die reformierten Kirchen werden nie durch einen universellen Glaubensabfall verdunkelt werden, wie die frühe Kirche. Die unzähligen Millionen von Bibeln, die auf der ganzen Welt gelesen und studiert wurden, die unzähligen menschlichen Gedanken, die durch ihren Inhalt erleuchtet wurden, und die menschlichen Herzen, die durch ihre Offenbarung Gottes in Christus regeneriert wurden und durch den Glauben und die Liebe und das ewige Leben mit dem Erlöser verbunden sind, verbieten die Angst, dass das wiederhergestellte Evangelium jemals wieder an die Welt verloren gehen wird. Ein kleines Zitat aus dem Evangelium von Lukas, Kapitel 18, Verse 7 und 8. Gott aber, er wird nicht in seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen. Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden? Wird noch Glaube über sein, wenn Jesus Christus zurückkommt? Wie viel Glauben wird noch über sein, wenn Jesus Christus zurückkommt? Gerade eben hatten wir noch gelesen, dass die wahre geistliche Kirche Christi ein kleiner Teil der bekennenden Kirche ist. Es wird nicht viel sein. Die Chronologie des Papsttums zeigt uns, dass das Kommen des Herrn bevorsteht. Und deshalb können wir sicher sein, dass die Reformation nicht nur ein spätes Ereignis in der Kirchengeschichte ist, sondern dass es die letzte große Bewegung ist. Der nächste wird der endgültige Wechsel vom militanten zum triumphierenden Zustand der Kirche sein, wenn das Vierte Reich vergeht und das Königreich des Menschensohns und der Heiligen an seine Stelle tritt. Wir sind in die Phase der Kirchengeschichte eingetreten, die an dem zweiten Advent bestehen wird. Nichts bleibt unerfüllt von den Vorhersagen über den Romanismus, außer seiner plötzlichen Zerstörung am Ende dieses Zeitalters. Nun, was die Geschichte der Reformation betrifft, so möchte ich Sie daran erinnern, dass sie in einem Zeitraum von etwa einem halben Jahrhundert in Etappen stattfand. Ihr Beginn wird mit dem Jahr gerechnet, in dem Luther seine Thesen gegen den Ablass in 1517 nach Christus veröffentlichte. Und ihr Ende, zumindest in Deutschland, kann in 1555 nach Christus gesetzt werden, als der gefeierte Augsburger Frieden die Protestanten Deutschlands in all ihren Rechten und Besitztümern bestätigte und ihre vollständige nationale und kirchliche Unabhängigkeit von den Päpsten anerkannte. Die Schließung des Antireformationsrates von Trient und die vollständige Gründung der evangelischen Kirche in England erfolgte im Jahre 1563, 46 Jahre nach Beginn der Reformation. Der Kampf um die Aufrechterhaltung der Position, die angesichts der mörderischen päpstlichen Reaktion des Konzils von Trient gewonnen wurde, nahm eine viel längere Zeit in Anspruch und endete nicht einmal im Westfälischen Frieden, am Ende des Dreißigjährigen Religionskrieges im Jahre 1648, als die Grundlage für die Beilegung des langen Kampfes in Mitteleuropa gelegt wurde. Nun, ihr seht, dass ich hier etwas angestrichen habe mit einem Kommentar, zwei sogar, nämlich einmal hier und einmal hier. Und deswegen gehe ich jetzt auch in das hier mal eben rein, weil viele Leute haben noch nicht von dem Augsburger Frieden gehört und von dem Jahr 1555, was dort passiert ist. Und auch ein anderer Teil, der hier wichtig ist, ist das Ende des Dreißigjährigen Krieges. Und dass der Dreißigjährige Krieg im Übrigen ein Religionskrieg war, das wurde mir zumindest in der Schule damals nicht beigebracht. Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass jemand von den Anwesenden hier sagt, oh ja, bei mir haben sie das gesagt, das war damals ein Kreuzzug.
gegen 12 Millionen Deutsche, die gestorben sind. Naja, ich habe jedenfalls mir die Mühe gemacht, ein Papier rauszusuchen, in dem ich euch sowohl den Augsburger Frieden als auch das Ende des 30-jährigen Krieges ein wenig näher bringen möchte. Und deswegen gehen wir kurz in ein anderes Papier. Das ist dieses hier. Da sehen wir hier 1555. Eröffnung des Augsburger Reichstags. Am 5. Februar 1555 eröffnet König Ferdinand I. den Reichstag in Augsburg. Er soll den seit Jahrzehnten andauernden Konflikt zwischen Lutheranern und Katholiken endlich beilegen. Das Bild ist das Bild des Rathausplatzes von Augsburg und ich persönlich, deswegen habe ich es hier angemerkt, sehr schön sieht man hier den römischen Doppeladler, ja, den doppelköpfigen römischen Adler hier oben unter dem Dreieck zwischen den zwei Pfeilern, ja, Bohr und wie sie heißen, Freimaurertum, naja, gut. Wollen wir nicht weiter darauf eingehen, aber das ist jedenfalls das Rathaus von Augsburg. Lange Zeit schien es so, als hätte sich Kaiser Karl V., der große Gegenspieler von Martin Luther, ja, mit der Reformation abgefunden. Der tiefgläubige Monarch, aber tiefgläubig bitte schön richtig verstehen, der römisch-katholisch tiefgläubige Monarch musste mit ansehen, wie sich immer mehr Menschen nördlich der Alpen der neuen Glaubenslehre anschlossen. Weite Teile Norddeutschlands waren im Verlauf nur weniger Jahrzehnte evangelisch geworden. Dabei wollte er seit dem Wormser Reichstag von 1521, wo Martin Luther noch verurteilt wurde, die Anhänger Luthers in die katholische Kirche zurückholen, notfalls sogar mit Gewalt. Ja, wie war denn dann die Lage im Reich in den nächsten Jahren? Die langwierigen Kriege mit Frankreich und dem Osmanischen Reich, ja, der Türke, wie Martin Luther ihn damals umschrieben hat in seinen Schriften, hatten immer wieder Karls Aufmerksamkeit erfordert und seine Kräfte gebunden, während ihm die Reichsstände ein Zugeständnis nach dem anderen abpressten, um im Gegenzug seine Feldzüge zu finanzieren. Na, wenn du mir was gibst, dann gebe ich dir auch was. Selbst nachdem es kaiserlichen Truppen gelungen war, den Schmalkaldischen Bund, einen Zusammenschluss protestantischer Herrscher und Städte zu besiegen, formierte sich nur wenige Jahre erneut Widerstand im Reich. Und zu dem Schmalkaldischen Bund, da könnt ihr auch die schmalkaldischen Artikel lesen, die Martin Luther damals geschrieben hat, als eine Basisschrift, die dazu dienen sollte, dem eigentlich geplanten Konzil von Mantua, wo es stattfinden sollte, 1500 und, schlag mich tot, 1537 oder sowas, 37, 38 sollte das da stattfinden, dafür hat Martin Luther die schmalkaldischen Schriften entworfen. Und dieser schmalkaldische Bund, der wurde halt zerschlagen, wie wir hier lesen. Die Protestanten schmiedeten ein Bündnis gegen den Kaiser, dem sich dieses Mal sogar der französische König anschloss. Ab 1552 zogen protestantische Truppen durch Süddeutschland, während das französische Heer Städte jenseits des Rheins eroberte. In dieser Situation sah Karl sich dazu gedrängt, das Religionsdiktat gegen die Protestanten zurückzunehmen und über einen Frieden zu verhandeln. Da er aber nicht persönlich mit ihnen diskutieren wollte, schickte er seinen Statthalter. Dann kam es zur Eröffnung des Reichstags. Am 5. Februar 1555 eröffnet deshalb der deutsche König und Bruder des Kaisers, Ferdinand I. in Augsburg, den Reichstag. Ziel dieses Zusammentreffens ist es, einen Frieden zwischen Lutheranern und Katholiken auszuhandeln. Wir, Ferdinand, von Gottes Gnaden römischer König, tun kund, Frieden soll herrschen im Hinblick auf die Religionsspaltung. Bereits bei der Eröffnung im Dom muss der König feststellen, dass er nur einer der wenigen Fürsten in Augsburg ist. Trotz des brisanten Verhandlungsthemas lassen sich die meisten Landesherren durch Juristen und Diplomaten vertreten. Sie gehen davon aus, dass es ohnehin nur um die Annahme der 1530 ebenfalls in Augsburg beschlossenen Bekenntnisschrift Confessio Augustana gehen wird. Die hatten wir ja auch schon früher besprochen. In Wirklichkeit ringen kaiserliche Räte, Diplomaten und Abgesandte mehr als 7 Monate lang um einen Ausgleich zwischen den Konfessionen. Die Abgesandten diskutieren um einige wichtige Fragen monatelang. Nach der langen Zeit erwartet man bald keine Einigung mehr. Am 25. September, also nach der Öffnung am 5. Februar, doch 7 Monate, einigt man sich schließlich auf einen richtungsweisenden Kompromiss. Und hier kommt genau das Wort an, das ich persönlich so verachte.
Als bibelgläubiger Christ kann ich keine Kompromisse mit der Wahrheit schließen. Aber wir reden hier natürlich von Diplomaten, Räte, Abgesandte, Fürsten, Könige. Wir reden hier von Leuten, deren Job es ist, Kompromisse zu machen. Wir reden hier nicht von einer Vertretung der kleinen, wahren, geistlichen Kirche Jesu Christi. Fortan besitzen Fürsten auf ihren Territorien Kirchen- und Konfessionshoheit und wählen zwischen katholischer Kirche oder Luthertum. Das ist natürlich schon mal ein Fortschritt. Den Untertanen wird das Recht eingeräumt, auszuwandern, wenn sie nicht den Glauben des Landesfürsten oder des Landesherrn annehmen möchten. Später fassen Gelehrte das Vertragswerk mit der Formel Cuius regio, eius religio. Mit anderen Worten, wer regiert, bestimmt die Religion zusammen. Interessant finde ich hierbei, den Untertanen wird das Recht eingeräumt, auszuwandern. Da erscheint vielleicht zum ersten Mal bei einem oder anderen ein Licht im Kopf, das sagt von, ach, die hatten damals gar keine Freizügigkeit, gar kein Recht auf Wahl ihres Wohnplatzes anscheinend. Wenn ich Untertan von einem bestimmten Fürsten oder König war, dann konnte ich anscheinend nicht mal so mal eben das Land verlassen. Und wenn der König sich dem römischen Katholizismus zugewendet hat, dann musste auch ich mich dem römischen Katholizismus zuwenden, weil sonst wäre ich ein Rebell, ein Revolutionär und als so einer natürlich gejagt, verfolgt, geinquisitort worden. Ne? Inquisition, komm mal an. Töte mich, verfolge mich, mach mich kaputt. Das hat ja auch jahrhundertelang geklappt. Jetzt haben sie mit diesem Kompromiss doch immerhin erreicht, dass den Untertanen das Recht eingeräumt wird, auszuwandern. Also, wenn es dir hier nicht gefällt, geh dann sonst wohin. Wie du das machst, wie du das finanzierst, wie auch immer, das ist deine Sache. Aber zumindest darfst du schon mal. Also, die Fürsten konnten selbst bestimmen, welcher Konfession sie angehören wollen, katholisch oder Luthertum, und den Untertanen wird das Recht eingeräumt, auszuwandern, wenn sie nicht den Glauben des Landesfürsten oder des Landesherrn annehmen möchten. Und deswegen wurde später halt gesagt, cuius regio, eius religio. Der Augsburger Religionsfrieden ist die erste, die allererste staatsrechtliche Verfügung in der ganzen westlichen Christenheit, die zwei Konfessionen zulässt. Warum? Weil die römisch-katholische Kirche keine Religionsfreiheit zugesteht, außer sie selber ist in der Unterzahl und kann es für ihre eigenen Zwecke missbrauchen. Also der Augsburger Religionsfrieden von 1555 ist die erste staatsrechtliche Verfügung in der westlichen Christenheit, die zwei Konfessionen zulässt. Doch die endgültige Gleichstellung der beiden Konfessionen soll erst durch den Westfälischen Frieden 1648 zustande kommen. Nach 30 Jahren permanenten Kriegszustandes, Glaubenskrieg, Kreuzzug, der weite Teile des Deutschen Reiches verwüsten wird. Karl V. hingegen, der sich als Schutzherr der katholischen Kirche versteht, kann diesen Kompromiss nicht ertragen und wird bereits kurz nach dem Reichstag abdanken. Jetzt hatten wir hier bereits den Westfälischen Frieden von 1648 erwähnt und deswegen handelt der nächste Teil dieses Artikels genau davon. Westfälischer Friede und Ende des Dreißigjährigen Krieges. Bereits zwei Jahre vor Ende des Dreißigjährigen Krieges begannen die Friedensverhandlungen zwischen Kaiser Ferdinand III. Und seinen Gegnern Frankreich und Schweden. Es dauerte jedoch noch bis 1648, ehe man sich in Münster und Osnabrück auf Friedensverträge einigen konnte. Die Gesamtheit dieser zwischen Mai und Oktober abgeschlossenen Verträge gingen als Westfälischer Frieden in die Geschichte ein und hatten zahlreiche Auswirkungen auf das Reich. Tja, ich kann mich daran erinnern, dass vor wenigen Jahren ich einen gewissen Wolfgang Schäuble habe sagen hören in einem Interview, dass die Zeit des Westfälischen Friedens der Vergangenheit angehört. Könnt ihr ja mal auf YouTube googeln. Da hat er irgendwelche
ein Interview gegeben zum ESM damals, glaube ich, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus. Also, die Gesamtheit dieser zwischen Mai und Oktober abgeschlossenen Verträge gingen als Westfälischer Frieden in die Geschichte ein und hatten zahlreiche Auswirkungen auf das Reich. Hier sehen wir in dem Bild den Friedensschluss von Münster am 15. Mai 1648. So brachte der Westfälische Frieden einige territoriale Veränderungen im Heiligen Römischen Reich mit sich. Dementsprechend bildeten zum Beispiel die Eidgenossenschaft, also die Schweiz, und auch die Niederlande fortan unabhängige Staaten, während Teile von Norddeutschland, wie zum Beispiel Vorpommern, den Schweden zugeschlagen wurde. Daneben sollte die katholische und die evangelische Konfession vollkommen gleichgestellt werden. Insgesamt lässt sich sagen, dass der Westfälische Frieden ein großer Kompromiss zwischen allen Vertragspartnern war und eines der wichtigsten Dokumente des Heiligen Römischen Reiches darstellt. Die Macht zwischen Kaiser, Reichsständen und Reichsinstitutionen wurde zwar neu ausbalanciert, änderte sich aber kaum im Gegensatz zum Vorkriegszustand. So bestand das Heilige Römische Reich deutscher Nation auch nach dem Krieg fort, unter anderem weil mit den Franzosen im Westen und den Türken im Osten zwei Gefahren lauerten, die einen Reichsverband mit handlungsfähiger Reichsspitze nötig machten. Nun, das war es soweit, was ich zu diesem Thema euch hier mitteilen wollte. Ich kann auch dieses PDF gerne im Forum Romanismus und die Reformation hier teilen, wenn das gewünscht wird. Und ihr könnt dann aufgrund der Links hier draufklicken, zu den Original-Webseiten gehen und noch mehr eure eigenen Nachforschungen in der Hinsicht anstellen. Aber zu weiteren Studien rate ich im Allgemeinen sowieso das Buch von Karl Theodor Griesinger an, Die Jesuiten, vollständige Geschichte ihrer offenen und geheimen Wirksamkeit von der Stiftung des Ordens bis jetzt, 1866, an dem er Band 1 und 2 geschrieben hat. Die kann man hier auf dieser Internetseite gratis sich runterladen, beide Bände, und man kann das auch als Video sich anschauen, soweit es bis jetzt produziert ist, also produziert ist es, aber soweit es bis jetzt hochgeladen ist. Der erste Band ist vollständig und der zweite Band bis einschließlich Teil 10 von, ich glaube, in total 37 hochgeladen bis jetzt auf meinem zweiten YouTube-Kanal und der Link dazu wird hier für euch dafür bereitgestellt. Der Punkt, der auch ein wenig wichtig ist, den man nicht vergessen sollte, den ich jetzt eben gar nicht richtig vorgelesen habe, ist, deswegen schreibe ich diesen letzten Satz hier drunter, die wirklichen Hintergründe über Augsburg weniger, aber hauptsächlich den 30-jährigen Krieg, werden in den vorangegangenen Zeilen nicht deutlich genug erwähnt. Das Wirken der Jesuiten ist in diesen Artikeln völlig außer Acht gelassen. Da geht Griesinger desto deutlicher drauf ein. Das ist halt mein Tipp, den ich euch gebe. Stellt eure eigenen Nachforschungen an, nutzt die Gelegenheit, euch solche Links zu eigen zu machen, die ich hiermit gerne euch zur Verfügung gebe. Studiert das selber, lest das Buch von Griesinger oder folgt meiner Lesung davon, die ich größtenteils begleitet gemacht habe mit Michael hauptsächlich und auch Viktor, der zum Schluss zusammen mit Michael mich begleitet hat bei den Lesungen. Das waren sehr fruchtbare Lesungen, das muss ich hier nochmal ganz eben sagen. Es hat mir persönlich sehr viel, ja nicht nur Spaß gemacht, es hat mir Freude bereitet vor allen Dingen auch, um diese Lesungen zu machen und um die Hintergründe auch des 30-jährigen Krieges, das ganze Zusammenwirken, die verschiedenen diplomatischen Schachzüge der Jesuiten, wenn man das so nennen darf, weil im Grunde ging es ja nur hauptsächlich darum, irgendwelche Fürsten und Könige und Kaiser zu beherrschen und zu beeinflussen, hauptsächlich über den Beichtstuhl, und auch sonst in Regierungen mitzusitzen und Regierungen zu beeinflussen, wie sie dafür gesorgt haben, dass dieser Krieg sich 30 Jahre lang ausdehnte. Die Friedensverhandlungen haben eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere, sicher 7 Jahre stattgefunden und wurden immer wieder torpediert von Handlungen der Jesuiten damit bei, bis dann endlich 1648 der Frieden geschlossen wurde, der aber eben auch nur ein Frieden auf Zeit war. Das sieht man daran, dass keine 70 Jahre später bereits der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist. Abgesehen davon, dass Deutschland noch keine 30 Jahre später, gerade mal 20 Jahre später ja, den Krieg mit Frankreich geführt hat, wo das Zweite Deutsche Reich 1870 gegründet wurde. Also Westfälischer Frieden, der hat zwar irgendwo eine Basis gelegt für die Zukunft,
Aber an diese Basis hält man sich natürlich auch immer nur so sehr, wie man das selber gerne möchte. Und wenn man als König das vielleicht gerne möchte, aber man wird beeinflusst von irgendwelchen Jesuiten, dann hat der Friede nicht besonders lange Bestand. Aber das Prinzip des Westfälischen Friedens war, dass man Katholiken und Protestanten nebeneinander hat existieren lassen. Ja, dann wurde es natürlich dringendst notwendig für die Jesuiten, was zu tun? Genau, die Protestanten zu unterwandern, die protestantischen Kirchen zu infiltrieren. Ja, wir sprechen hier von 1648. Und das haben sie dann auch in den folgenden 150 Jahren unglaublich gut geschafft. Und etwas mehr als 150 Jahre, weil wir wissen, dass in England der Emanzipationsakt 1829 unterzeichnet wurde und zwischen 1833 und 1845 die Oxford-Bewegung dafür gesorgt hat, dass der Katholizismus in England wieder die Oberhand gewonnen hat. Und in Deutschland hat er auch immer wieder probiert, die Oberhand zu gewinnen. Spätestens mit Adolf Hitler, wie ihr euch vielleicht erinnert aus meiner Lesung von Hinter den Diktatoren, das tolle Buch, das Viktor damals übersetzt hat. Damals sage ich, weil das ist jetzt schon ein paar Monate her, das ihr aber immer noch gratis im Internet runterladen könnt auf meiner Bibliothek von archive.org, wo ganz deutlich mit drin stand, dass es eben die Hauptaufgabe Roms war, dafür zu sorgen, dass Deutschland wieder katholisch wird und dass man den katholischen Führer aus München eben nach Berlin kriegen muss. Ja, und das hat dafür gesorgt, dass wir damals einen Reichskanzler Adolf Hitler bekamen. Und jetzt habe ich diesen Zusatzartikel schön durchlesen können und bin ungefähr in der Hälfte des Papiers gekommen, des ersten, letzten Vortrages von Vortrag Nummer 8. Und da werden wir dann nächstes Mal fortfahren. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und einige Erkenntnis gebracht. Und wie gesagt, ich werde die Papiere dann im Forum, wenn ihr das möchtet, gerne zur Verfügung stellen. Dann könnt ihr das gerne nochmal nachforschen und selbst nachlesen. Und ich kann da nur das sagen bleiben, was ich immer sage. Ich kann dir erzählen, was ich will, links ranholen, so viel, wie ich will und wie ich lustig bin. Im Endeffekt kommt es auf ein Ding nur an. Die Bibel alleine. Genauso wie Henry Gretton Gillis in seinem Buch gesprochen hat, das war die Losung der Reformation. Die Bibel und die Bibel alleine, nur die Bibel. Ja? Oder eben auch die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Die Bibel, die ganze Bibel und nur die Bibel. Lest eure Bibel, studiert eure Bibel, lehrt, lernt euren Gott kennen, lernt Jesus Christus kennen, lernt den Vater kennen, lernt die Geschichte der Menschheit kennen, lernt, warum ihr hier seid, wo ihr herkommt und wohin ihr geht. Und das steht alles in der Bibel. Lest eure Bibel. Maranatha.